Wisst ihr, da wer jetzt kommt? Oh mein Gott, ich freue mich so. Kabarettistin, Texterin, Slam Poetry, Comedy, Erziehungswissenschaftlerin und der Endboss von der Wortspiel. Ich muss nicht viel mehr dazu sagen. Riesige Freude habe ich, dass sie da ist. Macht ihr einen riesengroßen Stubenapplaus für Patti Basler! Hi Corona. Ja, man ist sich ja gewöhnt, dass man sozial distanziert sich begrüßt. Gut, gewisse Begrüßungen, die in der Schweiz durchaus üblich sind und auch immer noch erlaubt, gehen ja weiterhin. Zum Beispiel in der Innerschweiz Bekreuzungen, in der Ostschweiz den Hitlergruß. Übrigens, Nazis, von denen hört man nicht mehr viel. Man weiss nicht recht, sind die auch gerade ausgestorben. Aber wahrscheinlich redet einfach niemand mehr darüber, weil wir eine Betreuung haben, die sehr viel näher ist. Wir wissen ja jetzt, wir müssen uns sozial distanzieren. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einen Film schaue und es treffen sich ein paar Leute in einer Bar, ich denke, oh mein Gott, wie obszön. 5 Menschen. Mehr als 5 Menschen und kein 2 Meter Abstand. Und WC-Papier wird gehamstert. Und alle fragen sich, warum wird jetzt das WC-Papier gehamstert? Dabei ist die Technik einfach. Mein Office at home heisst auch oft Pissen at home. Ich meine, klar, jetzt die Väter, die plötzlich Homeoffice machen und vorher auswärts ihre grossen Geschäfte erledigt haben, die haben auch dort die grossen Geschäfte eigentlich nur an der Börse gemacht, oder? Weil das Geschäft ist ja meistens dann Börse kotiert. Weil abgestunken, so richtig abgekackt im Büro haben sie sicher nicht, weil das macht man nicht, oder? Das einzige Arschloch, das im Büro etwas rauslässt, ist der Chef. Nein, die haben schon im Büro nie Papier braucht und darum brauchen sie jetzt daheim auch nicht mehr. Oder? Die warten wirklich, die verklemmen es bis am Abend. Oder? Die verdichten alles ein bisschen, verdichten, bis es verdichtet ist als ihre Terminkalender. Aber das Mami, die jetzt auch plötzlich Homeoffice macht, oder? Das Mami, das ist das Problem. Ich meine, die braucht mindestens 1 Meter, oder? Beim kleinen Geschäft. Und beim grossen Geschäft braucht sie 2 Meter. Und manchmal hat sie noch die Mens, dann braucht sie etwa 4 Meter. Und dann muss sie noch irgendwelche Sleep-Einlagen improvisieren. Und manchmal ist noch die Zeit im Monat, wo sie schon feucht wird, wenn sie nur an David Beckham denkt. Und je nachdem ist sie ja schon wieder Wechseljahr, da braucht sie ja noch ein WC-Papier zum Achselschweiß zu rechnen. Wobei, heute sagt man nicht Wechseljahr, heute sagt man Change Management. Ja gut, ich persönlich, ich bin ja sehr, sehr Fan von den Frauen. Ich weiss, an den Frauen bleibt immer ein bisschen alles hängen, oder? Alles bleibt doch immer an den Frauen hängen. Jetzt merkt man es gerade bei Homeschooling und Homeoffice, alles bleibt an den Frauen hängen. Und früher oder später hängen dann auch alles an den Frauen. Also wobei sind bei den Männern nicht anders. Also mein Grossi hat mir gesagt, du musst eben den Bleistift-Test machen. Nimmst du einen Bleistift, hebst du ihn hierher. Und wenn es hebt, dann hängt es. Gut, irgendwann hat der Bleistift gehabt. Irgendwann das ganze Etui. Und irgendwann der Schulsack. Das nennt man dann wahrscheinlich eben den 7 Sinking Steps. Ja, aber ich finde wirklich, man muss diesen Frauen ein bisschen ein Kränzchen winden, oder? Sie müssen ja wirklich immer alles doppelt so gut machen wie die Männer. Sogar 2020 müssen sie immer noch alles doppelt so gut machen wie die Männer. Und das ist zum Glück nicht so schwierig. Ja, ich sehe, es ist wirklich nicht ganz einfach, so im Homeoffice alles unter einen Hut zu bringen, oder? Die meisten Eltern, die entdecken jetzt mit dem Homeschooling gerade, wieso das Lehrkräfte 12 Wochen Ferien brauchen. Und sie verstehen jetzt auch, dass ihre kleine Ritalina vielleicht gar nicht hochbegabt ist, sondern einfach faul und verfressen. Gut, man hat ja jetzt Distanz, oder? Distanz im Gegensatz zu S-Tanz. Dies und S, oder? Das entdeckt man auch jetzt beim Homeschooling Klavierunterricht. Dies und S, das ist ja der gleiche Ton beim Klavier, oder? Ist aber nicht die gleiche Note, muss man aufpassen. Dies und S, das darf man nicht verwechseln. Das nennt man eine enharmonische Verwechslung, wenn man das verwechselt. Das Dies und das S. Distanz, S und ist nicht das gleiche. Dies und S ist nicht das gleiche. Also, man, es ist wirklich der gleiche Ton, aber es kommt jetzt zum Beispiel darauf an, ob jetzt die Ritalina einfach ein Kind ist oder ob sie dein Kind ist. Ja, man muss ja dann auch mit den eigenen Kindern plötzlich so politisch korrekt umgehen, so wie Lehrpersonen, oder? Man muss ja so Rapport schreiben für die Lehrpersonen, was jetzt die Kinder gemacht haben, ob sie sich benommen haben.
Ja, und wenn der Alpha Kevin die ganze Zeit daheim sagt, hey, Alte, fick dich, dann kannst du jetzt nicht so in den Schulrapport hineinschreiben, oder? Du musst politisch korrekt und pädagogisch anspruchsvoll musst das aufschreiben. Du kannst nicht schreiben, hey, Alte, fick dich. Mein Sohn hat gesagt, hey, Alte, fick dich. Da musst du ganz anders ausdrücken. Da musst du jetzt zum Beispiel schreiben, er hat die durch Generativität bedingte Asymmetrie zwischen Sozialisator und Sozialisant in einen verbalen Sprechakt gefasst und dem solcher Art Adressierten eine autoerotische Handlung nahegelegt. Ja, aber sind wir ehrlich, in dieser Quarantäne ist der grösste Rollenkonflikt immer noch das WC-Papier. In den Schulen und Firmen von unserem Land hat es eine Schatzkammer. Und dort dazu hat es einen Schatzmeister, den Abwart. Gut, Abwart ist ja der Beruf, den man einfach ergriffen hat, weil Abwart meistens die einzige Möglichkeit ist, zum die Schule abschliessen. Ja, und der Abwart, der hat jetzt den Schlüssel, der hat eine Schlüsselposition zu dem weissen Gold. Ein Abwart ist ja eine Art ein Innenminister, oder? Jetzt von einer Schule. Meistens heisst ja die Abwart Edi. Edi. Also eidgenössischer Depp vom Inneren. Ja, und die müssen ja eben, so wie die verschiedenen Kantone, die föderalistischen, müssen die verschiedenen Schulzimmer irgendwie warten und Ordnung machen. Und ja, und es ist ja so, wenn man im Lehrzimmer irgendetwas beschließt, dann wird aus jedem Schulzimmer jede Lehrperson so basisdemokratisch mitreden. Und darum muss man bei jeder Entscheidung einfach vor allem abwarten. Aber jetzt, der Berse, der macht da gut, oder? Der macht da wirklich gut. Ich meine, man hätte ja können befürchten, dass jetzt der Alain Berse als Gesundheitsminister in die Geschichte eingehen will als der, der das AHV-Problem auf einen Schlag löst. Aber zum Glück ist er ein aufrechter Sozialdemokrat und Menschenfreund und darum wird er lieber die Pandemie in den Griff bekommen. Und darum gibt es ein bisschen ein Lockdown, oder? Es gibt ein bisschen ein Lockdown, damit die Kurve eben nicht so steil geht, wie sonst nur Tini im Ausgang. Und das heisst jetzt für Leute wie mich, oder für so Comedians oder Musiker, eigentlich nicht viel anders als vorher. Die meisten haben ja schon vorher von der Hand in den Mund gelebt. Aber jetzt ist sogar da verboten. Wir wollen ja jetzt gesamtschweizerisch da machen, wo mir persönlich eigentlich nie gelingt. Kurven abflachen. Einfach die Kurven abflachen. Und darum sollte man sich nicht persönlich treffen. Tinder geht natürlich noch, oder? Tinder geht noch. Ich persönlich bin nicht auf Tinder, ich bin auf der adipösen App. Tinder ist etwas Gleiches wie Tinder, du musst einfach das Handy quer haben und du kannst wischen und wischen und wischen und es ist immer noch die gleiche Person. Jetzt für die älteren Leute ist das ein bisschen schwierig, oder? Die sind nicht digital native und die dürfen sich jetzt nicht mehr mal zu der Jazzgruppe treffen. Ja, suizidale Senioren haben ja jetzt die Auswahl, oder? Exit, Dignitas, oder die Wandergruppe. Und anstatt zusammen zu jassen, ist man auch froh, wenn man wenigstens im WC noch das Dreiblatt weisen kann. Habt ihr sie gesehen, Patti Basler? Wenn ihr noch mehr von ihr hören wollt, könnt ihr online geben, die Patti Basler. Von ihr gibt es so viel zu finden. Wortspiel, Slam Poetry, Text, was sie geschrieben hat, alles, was ihr wollt. Könnt ihr online, Patti Basler.